what a wonderful. Hallo meine Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hier zeige ich euch, was ich jetzt für die Kaninchen besorgt habe. Wir haben jetzt Karotten, Basilikum, ganz viel. Das hilft ja sehr gut für die Milchbildung. Und dann haben wir noch Kale, weil das lieben meine Kaninchen über alles. Das Video geht übrigens von dort aus weiter, wo ich es letztes Mal beendet habe. Das ist derselbe Tag. Hier haben wir jetzt Bedding Hay und Feeding Hay, damit ich einfach ein bisschen sauber machen kann. Ich liebe ja dieses Feeding Hay, weil das so leckere Blütenblätter für die Kaninchen hat. Ich werde jetzt erstmal die alten Karotten vom Bauer noch füttern. Und jetzt gibt es erstmal frisches Basilikum für die Milli und die Milky. Das können die beiden sich jetzt teilen. Und die Milli ist immer sehr skeptisch, aber schaut immer, was die Milky macht. Und wenn die Milky dann anfängt, das zu fressen, dann macht die Milli auch immer mit. Das lassen die beiden sich jetzt schmecken. In der Heuraufe habe ich jetzt auch noch ein bisschen Salatblätter für die Kaninchen und werde mich jetzt kümmern, hier unten alles sauber zu machen. Denn das ist ziemlich schmutzig und ja, das musste einfach sauber gemacht werden. Und danach machen wir auch die Nestkontrolle, aber erst eins nach dem anderen. So, und jetzt mache ich das alles noch mit einem antibakteriellen Tuch sauber. Und dann werden wir das alles nochmal schön für die Kaninchen bestücken, damit die dann auch genug Heu und Streu haben. Und so sieht das jetzt aus. Und ich glaube, es gefällt den Kaninchen auch sehr. Oben bei den Babys machen wir heute auch ein bisschen sauber, weil erstmal gebe ich den Kaninchen was Frisches zum Fressen, ein bisschen Möhrchen. Und wenn ich weiß, dass wir Babys haben, dann gebe ich immer Kraftfutter, damit die Mama auch genug Nahrung zu sich nimmt. Und jetzt machen wir die erste Nestkontrolle und schauen mal, wie es den Kleinen geht. Ich werde jetzt diese ganze Wolle hier einfach mal in dieses Häuschen reinlegen. Und dann lege ich einfach die Babys oben drauf, damit ich das ganze Urin von unten, weil das ja die Toilette von Milky und Milli war, einfach entfernen kann und die Babys dann nicht im Urin von der Mama liegen. Das ist ja nicht hygienisch. Ja, so sehen die Kleinen jetzt aus. Das erste Mal habe ich sie jetzt in die Hand genommen und mir die alle Babys mal angeguckt. Jedes Baby hatte einen vollen Bauch. Wir haben hier ein braunes Baby. Dann haben wir hier noch ein super, super süßes silbernes Baby. Das wird wahrscheinlich wieder ein graues Baby dann werden. Oder ein blaues, wie man das auch so schön sagt. Dann haben wir hier ein super schönes geschecktes, glaube ich, nennt man das. Also die Verfärbung ist ja wunderschön. Das hatten wir auch noch nie. Dann haben wir hier noch ein graues. Und am Ende haben wir noch zwei weiße Babys. Die zwei letzten Babys werden dann aussehen wie die Milky, total süß. Und ja, ich lege die jetzt erstmal ganz sanft in das Häuschen rein und mache dann das ganze Nestchen für die sauber, damit die einfach, wie gesagt, frischen Bezug haben unten. Ich habe jetzt hier nochmal geguckt, dass ich kein Baby hier aus Versehen wegschmeiße. Aber nein, es sind nur 6 Stück. Und ja, so sieht das jetzt aus. Die Babys zappeln und möchten jetzt, glaube ich, in Ruhe gelassen werden. Sind jetzt alle 6 drin und das machen wir jetzt zu und legen es einfach wieder zurück. Meine Lieben, der nächste Tag hat angefangen. Hier ist die kleine Milky und Milli liegt auch nebenbei. Und wir machen jetzt erstmal frisches Futter für die Kaninchen. Basilikum gibt es wie immer jeden Tag, damit es auch genug Milchbildung hat, damit die Babys dann auch groß und stark werden. Die Milky freut sich natürlich auch, dass es wieder so leckere Kräuter gibt, denn sie mag das natürlich auch sehr gerne. Die lassen sich das jetzt erstmal schmecken und dann gibt es auch schon Kale. Während die beiden das jetzt fressen, bereite ich schon mal das Kale für die Kaninchen vor und werde das dann einfach in die Heuraufe reinlegen, damit sie dann auch beim Fressen das ganze Kale nicht schmutzig machen.
Und ja, meine Kaninchen sind ja super mega Fans von Kale. Also Kale ist ja so eine Kohlart. Die lieben das einfach. Ich packe das einfach in die Heuraufe rein und das können sie sich dann schmecken lassen. Und kaum habe ich das Kale reingelegt, wurde das Basilikum einfach weggelassen und ignoriert. Das lege ich jetzt einfach hier in die Schale rein, damit sie das jetzt nicht aus Versehen anpinkelt, denn dann fressen sie das sowieso nicht mehr. Jetzt wird erstmal an dem Kale gemampft und die Milky genießt es. Schaut mal, wie süß sie aussieht mit ihren super schönen blauen Äuglein. Die lassen sich das jetzt schmecken und wir flitzen jetzt rüber zu Maxi, denn er wartet auch schon. Er bekommt jetzt auch ein bisschen Kale von mir. Ich habe ihn versucht, ein bisschen anzulocken und ihn ein bisschen zu streicheln. Manchmal mag er das auch sehr gerne, aber manchmal möchte er auch in Ruhe gelassen werden. Wir verfüttern ihn jetzt erstmal und dann machen wir die zweite Nestkontrolle bei den Kleinen. Da der Max nicht so lustig drauf ist heute, gehen wir doch einfach rüber und schauen, was die Kleinen heute so machen. Heute ist Tag 2 und wir gucken mal ins Nestchen. Die Babys sind super süß. Und das braune Baby, das hat es mir angetan. Also diesmal ist es wesentlich heller, wie ich finde. Und ja, sieht ein bisschen aus, als ob es ein kleiner Maxi wird. Und ich zeige euch das einfach mal von etwas näher. Schaut mal her. Also dieses Baby ist sehr, sehr viel heller als die letzten braunen Babys, die wir hatten. Also total schön. Ich bin richtig gespannt, wie die Farbe dann mal wird, wenn es dann ganz schön viel Fell hat. Und so ein geschecktes hatten wir ja noch nie. Also da bin ich auch super gespannt, wie das aussehen wird. Die Babys sind wirklich alle total putzig. Und ja, danke für eure ganzen Kommentare. Ich bin mir sicher, dass Max der Papa ist und mit den zwei Gebärmuttern, die ihr mir auch geschrieben habt und dass es möglich ist, das denke ich nämlich auch. Und ja, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass wirklich Max der Papa ist und kein anderes Wildtier, denn ich habe hier noch nie Kaninchen rumhüpfen sehen, nur Füchse und Katzen. Aber gut, meine Lieben, hier werde ich das Video jetzt beenden und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Von mir jetzt erstmal tschüss! Bis zum nächsten Mal.